So, und da sind wir wieder. Kikeriki. Das klingt enthusiastischer, aber egal. Es ist jetzt morgens. Ich habe gerade noch. Ja, oder weniger. Ich habe gerade noch bei Nacht eben schnell eine Schaufel gemacht. Seht ihr hier? Sollte ich ihm der Pistole? Richtig, die seht ihr hier. Ich denke mal, euch sowas zu zeigen wird nicht unbedingt wichtig sein. Die Tools, die sind alle ordentlich beschrieben. Aber ich werde euch wohl noch zeigen, wie man sich jetzt Patronen macht, was man dafür braucht, etc. Kommst du? Ich bin schon unten. Ach so. Oh, gut. Ich weiß ehrlich gesagt. Es ist aber noch relativ dunkel. Ah, ich habe TNT mit. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die Dingensstation ist. Ja, keine Sorge. Zuerst führe ich dich hin. Ich würde sagen, die erste sprenge ich gleich, okay? Ach, Mann, oh. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Stopp! Das meintest du doch, oder? Schöner Schuss. Da. Ach, leck mich. Ja, langsam wird's heller. Hab sogar noch Mais dabei. Also, Dosen-Mais. Ist das Mais? Ich glaube ja. Can of Peace. Nein, das Peace ist Erdnüsse. Ist das hier die Police Station? Mais ist Korn. Ja, eine von vielen. Information Center ist das hier. Normalerweise ist das hier die Police Station. Immerhin, wir sind jetzt beide bewaffnet. Oh Gott, ist das hier dunkel. Also ich würde die erste eigentlich schon ganz gerne selber sprengen. Dann sieht man wahrscheinlich okay. Gleich, wie man es nicht machen sollte. Ist das dann hier guck mal deine Ladung hier an. Okay. Ja. Einfach an am die Wand. Unteren am besten. Ja. Wie weit müssen wir weg? Das hier ist meine Deckung. Ich will es ordentlich sehen, also. Aber ich will mal was testen, jetzt wo wir sowieso schon hier sind. Ready? Sprengung! Ja. Nein, das geht nicht. Gut. Gucken kann man ja mal. Wer weiß. Du schießt gegen das Geländer. Ach, das war jetzt aber nicht so. Ja, wir müssen wohl den Rest durchbrechen. Hättest du das nicht eher sagen können? Ich habe kein Tool mit. Ja, hilf mir eben. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich eine schöne Axt mitgenommen. Oh, da ist ein Safe. Du kriegst die Bücher, ich krieg den Safe. Vergiss es. Zum Looten. Wir teilen am Ende eh. Du kriegst einen anderen Safe. Na gut, dann krieg ich halt einen anderen Safe. Wir teilen ja eh. Kennst du ja. Nochmal Eisenhelm. Ah, super. Nee. In 20 Sekunden wissen schon. Wir, was hier drin ist. Aber die Sprengung hätte ich mir ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen. Och, eigentlich. Mäßiger. Eigentlich ist das ja ganz geil. Das Problem ist halt nur, dass diese Sachen halt extrem, extrem haltbar sind. Deshalb werden wir hier auch das Eisengitter sprengen und nicht die Betonblöcke. Gut. Wir haben hier Shotgun Barrel zweimal. Viermal Hunting Rifle Barrel. Zwei Pistol Receiver. Ein Shotgun Receiver. Zwei Shotgun Pumps. Waffen baust du eh, die gebe ich dir dann nachher im Haus. Ja, okay. Dann bau mal, dann bastel mal deine Sprengladung hier oben dran an das Gitter. Hä? Hier? Oben an das Gitter dran, okay. Ach, so ist ersetzen. Okay. Darf ich nochmal? Hau rein. Bitte. Besser, hä? Cool, darf Beton. Ich? Mach, ich nehm die anderen. Hier sind noch mehr? Nein, wir haben doch noch mehr Police Stations. Ah ja, stimmt. Moment, das ist die erste und wir haben schon zwei Gun Safes. Ja. Nice. Pro Police Station zwei Gun Safes. Hier, siehst du diesen wunderbaren Schießstand? Scherzkeks. Wie soll ich mich jetzt umdrehen? Ich meine, hast du den überhaupt schon mal gesehen? Nee. Du weißt ja, ich kenne die nur in Polizeistation noch gar nicht. Die sind nicht neu. Okay, dann kenne ich die allgemein noch nicht.
Was haben wir hier denn? Hier haben wir eine komplette Pistol. Das ist Munition dafür. Shotgun Short Barrel, Shotgun Short Stock und Pistol Slide. Wir können damit im Prinzip die langen und kurzen Shotguns komplett machen. Ist das Stroh? Das dahinter ist, glaube ich, Stroh als Kugelfänger. Guck dir nochmal dieses geile neue Lightning an hier. Ich würde angehen. Dingenst. Wenn du hier mal gerade aus dem Fenster guckst. Das sieht doch mal extrem geil aus, oder? Oh ja. Okay. Wir haben Tod und Verwüstung angerichtet, jetzt gehen wir in die nächste. Wen haben wir denn getötet? Warte. Im Übrigen, irgendwie leckst du gerade ein bisschen hier vor mir her. Also. Ja, passiert halt mal. Ja, hatten wir aber bislang noch gar nicht. Also, man muss immer wieder sagen, es ist eine Alpha. Die läuft dafür echt verdammt gut. Ja. Also. Außerdem, es ist Dämmerung. Das ist doch das bekannte Problem. Das kennen wir doch auch schon aus Arma. Arma Sonnenuntergang. Okay, machen wir mal alle im PC aus. Suppe. Zombie. Diesmal finde ich den, glaube ich, sogar alleine. Ha, Tatsache. Ja. Aber diesmal jag ich sie in die Luft. Und ich platziere? Ich habe noch zwei TNT mit. Ich auch noch. Na, dann können wir direkt noch eine machen. Ja, komm. Zack. Okay, ich nehme mal die Pistole. Mit dem Gewehr macht das zwar mehr Spaß, aber da habe ich nicht so viel Muni. Erstmal einen Zombie rumwerken. Was ist das denn? Warte, ich will das sehen. Ich hatte nicht geladen! Hast du das gehört? Wuhu! Ich gehe wieder an den Safe. Nein. Na. Aber den Zement. Jetzt bin ich mal dran. Na, hatte ich nicht schon? Ich habe, glaube ich, schon was mitgenommen. Ja, 23 Sekunden. Ach so, stimmt, der dauert ja. Ja. Dann können wir gleich noch die letzte sprengen. Naja, die vorletzte. Warum? Eine haben wir dann noch. Ach ja, wir haben ja hier die. Warum geht Beton weg, aber nicht die scheiß Dingens hier? Wahrscheinlich, weil TNT noch nicht an, an das neue System angebunden wurde. So ist ja, die Blöcke wurden zerstört, es stehen nur noch die Rahmen da. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Entweder wir sprengen hier wieder die Wand weg und müssen was weghauen, oder wir sprengen zweimal Gitter. Ich würde sagen Wand. Ja. Fast weniger. Shotgun Short Barrel. Hast du schon die coolen mit? Steine unter den Fenstern gesehen? Shotgun Receiver, Hunting Rifle Barrel. Das spart uns alles Metall, also das nehme ich mit. Du mal dran, ich weiß nicht genau, wo das hin muss. Pack das mal hier unter das Bild am besten. Oder nee, rechts, einen rechts neben dem Bild. Und dann einen tiefer. Genau. So, jetzt darfst du nochmal. Jetzt darfst du nochmal ausräumen und im nächsten teilen wir wieder. Ja. Ach nee. Ja, keine Sorge. Die sind alle ziemlich angeschlagen. Und zwar nehmen wir die hier weg. Ich schlag auf den Tisch ein. Ach, cool. Ich weiß nicht, wo du bist. Da. Also, im Bücherregal haben wir diesmal ein Urban Combat Book und haben ein wir schon. Book. Kannst du beide haben. Ja, ich habe die beide noch nicht gelesen. Weißt du, in einer der letzten Versionen waren in diesen Polizeistationen, ich weiß nicht, ob in den zerfallenen auch, aber in denen, die so im Land spawnen, nicht im Wasteland. Mhm. War nicht nur ein Waffensafe drin in diesem Raum, sondern ein Waffensafe und eine Waffenkiste. Das ist cool. Du, ich nehme mir hier mal was mit. Dingens. Ne? Was denn? Ach, nichts Bestimmtes, nichts Wichtiges. Shotgun Barrels, Shotgun Receiver, Pistol Slides, Shotgun Pumps. Was hast du denn mitgenommen? Ich brauch noch einen Moment. Ah, dafür haben wir doch bei uns in der Wohnung genug. Ja, aber ich will die anderen ja nicht leer räumen. Falls da noch wer unterkommt. Ich meine, vielleicht ist da ja mal wer anders bei. Der kriegt dann ja eine eigene Wohnung in dem Apartment. Quatsch! Der darf im Parkhaus wohnen. Kann ich auch mitleben. Im Übrigen, ich denke mal, ich kündige das einfach mal an. Wir hatten es auf Dauer mal so geplant, dass ihr müsst euch natürlich vorher, ich sag mal, bewerben. Sprich, ihr schreibt einen Kommentar oder ihr schreibt eine Nachricht, wie auch immer. Das könnt ihr letztendlich eigentlich selbst entscheiden. Wobei, Nachrichten sehe ich zumindest meistens eher als Kommentare. Dass wir da dann mal gucken. Dass vielleicht auch mal ein paar von euch mit auf den Server kommen. Und kleinere Dienste verrichten, sage ich mal. Natürlich auch so dabei sein. Hau mal dir das Ding weg.
Ich habe keine Axt mit. In dieser hier war ich noch nicht drin. Schlag einfach so drauf ein, dauert nicht so lange. Das ist auf der anderen Seite. Das hier kriege ich schon weg. Achso, sag das doch. Da ist doch gar nichts Großartiges drin. Aber was ich jedenfalls gerade sagen wollte, auf Dauer war es mal so geplant. Ich pack mal die Fackel weg. Dass ihr auch mal mitspielen könnt. Ob das nur für ein paar Folgen ist oder auch sogar ohne Aufnahme, das gucken wir dann. Also das ist eigentlich aktuell komplett offen. Kommt ja auch drauf an, wollt ihr in der Aufnahme bei sein? Wäre das für euch okay? Etc. Das gucken wir dann. Aber dass ihr euch da auf jeden Fall... Musst du immer so laut lesen? Klopp du mal weg. Dass ihr euch dann quasi bewerben könnt, das könnt ihr gerne auch jetzt schon tun. Also natürlich nicht jetzt in dem Moment. Ihr wisst schon. Wenn ihr das seht. Richtig. Und ja, wir melden uns dann bei euch, oder wenn da überhaupt Interessenten sind. Ich weiß ja nicht, wie bekannt das Spiel hier überhaupt ist, muss ich mal dazu sagen. Eigentlich relativ. Muss ein YouTube kreisen. Okay. Also ich habe bislang noch nicht viele gesehen, die das aufgenommen haben. Schlag das mal weg. Muss ich sagen. Ich habe keine Axt, du schon! Schlag du's weg! Aber du kannst mir helfen. Ich geh gleich meine Dingens. Ach, weißt du was? Alter! Das bringt doch nichts! Das klappt nicht mehr? Warum gehst du da überhaupt rein? Da ist doch gar nichts. Ach ja? Moment. Oh, lol. Na, was ist drin? 6 Sekunden. Ach, stimmt ja. Vergesse ich immer. Oh, Badezimmer. Na, was haben die Cops denn hier so genommen? Oh, Bags. Hey, cool, ein Zellentrakt. Hast du ein Urban Combat Book schon? Ja. Was hältst du sonst davon? Wir bauen die Polizeistationen um und die können dann in die Zellen ziehen. Ach ne, das ist scheiße. Die nächste Sprengung gehört mir, ne? Und der nächste jo. Safe. Alle beide. Beide? Ernsthaft? Okay, dann bist du beim nächsten wieder dran. Ja. Juhu. In Zimmern teilen wir uns dann später, okay? Oder ja, klar. Gucken wir dann. Also erstmal kriegst du gleich die ganzen Waffenteile. Hm? Was hast du? Hä? Warum hat er jetzt das... 10 Millimeter gucken? Lol. Gut, nochmal durchsuchen. Nochmal 30 Sekunden warten. Die Spannung wird weiter aufgebaut. Mining Helmet? Gern. Hab ich schon. Aber ich noch nicht. Gut. Ich glaube, ich werde mich gleich ein bisschen eingraben. Vom Keller aus werde ich mich da ein bisschen runterbauen. Nachdem ich alles ein bisschen ausgeleuchtet habe, hilfst mit. Mal gucken. Das war keine Frage. Hier haben wir 44er Magnum Zylinder, 2 Stück. Hunting Rifle Barrel, Pistol Slide, Hunting Rifle Barrel. Die erste 44er gehört sowas von mir. Ich glaube, wir fangen manchmal diese Teile immer in Zweierpaaren. Stimmt, scheiße. Ach so, ist das so angenehm. Wuhu. Irgendwie kommt man sich vor wie so ein Kind im Spielzeugladen. Will das Neueste haben. Ich habe was für dich. Die Anzeige vom Safe buggt auch noch so ein bisschen. Hat man gerade gesehen. Aber nur vom Gun Safe. Ja, dann hat das vorhin gar nicht unterbrochen. Dann war die Anzeige einfach nur weg und ich habe blöderweise auf E gedrückt. Geht das trotzdem weiter? Normal schon. Gut. Dann warten wir mal noch ein paar Sekunden. Und was sagtest du? Ich hab was für dich. Pistol Barrel, Pistol Slide, Hunting Rifle Stock, Shotgun Pump, Shotgun Shot. Will er mich immer klüger machen? Immer muss ich lesen. Chill, Animo. Und raus hier. Ich würde mal sagen, dann erstmal zurück zum Haus. Ich bin voll. Dito. Da ist unser Haus. Und dann können wir gleich das Haus ein bisschen absichern. Dann könnten wir uns ja eigentlich im Haus quasi ein bisschen runtergraben. Ganz unten natürlich. Wir fangen das natürlich nicht an. Ja, vom Treppenhaus an. Verklickt. Wir fangen natürlich nicht oben an. Graben uns ein bisschen runter. Hey, warte mal. Warte mal.
Könnten wir hier nicht theoretisch Wasser auffüllen? Nicht nur theoretisch, da habe ich schon mal Wasser aufgefüllt, aber guck mal, was hier unten drin ist. Oh lol. Okay. Hier ist alles safe, kann ich schon weiter? Ja, wach. Gut. Warte noch eben die 16 Sekunden. Man weiß ja nie. So Wespen und Hornissen und sowas. Bäh. Nee, da ist nichts. Da läuft kein Polizeizombie runter. Ich sagte Wespen und Hornissen und du sagst Polizei.